Der war jetzt gerade draußen, deshalb möchtest du Johnny baden. Jo. Das musste gebadet werden. So. Ordentlich abspritzen, damit hier wirklich der ganze Körper sauber wird. Ja, ich weiß, dann schüttelt er sich und macht mich nass. Zum Glück ist ein Bildschirm dazwischen. Und dann glänzt du gleich wieder. Perfekt, Johnny. Ich frage mich eigentlich, warum wir das außerhalb der Badewanne machen. Aber, ja gut. Ist so egal. So, ich denke, das ist in Ordnung. Bist du wieder sauber? Johnny blitzt geradezu vor Sauberkeit. Na? Was los? Mal zwischenspeichern. Da macht er Sitz. Ja, was haben wir noch? Lassen wir ihn erstmal ausruhen. Schauen wir das Lehrarmband an. Was auch immer das bringen soll. Interessant. Einkaufen können wir gehen und Wettbewerbe können wir noch machen. Ich glaube, zu Wettbewerben ist der jetzt ein bisschen geschafft, aber einkaufen würde ich gern mal. Oh, da kann er sogar da sein. Kann sogar sitzen bleiben. Tierbedarf haben wir hier. Accessoires. Ausstatter. Secondhand. Zwinger haben wir hier. Oh, Zwinger. Nee, das ist doch kein gefährlicher großer Schäferhund. Das würde ich irgendwie in einen Zwinger tun müssten. Und Pension haben wir. Okay, Ausstatter klingt interessant. Ich werde mal reingehen. Modo Home. Guten Tag und herzlich willkommen bei Modo Home, dem Innenausstatter deines Vertrauens. Möbel kaufen, umgestalten. Schau mal unter Möbel, was die so haben. Körbchen haben sie. Sofa haben sie. Also zwei Arten von Sofa. Ein teures, ein billiges. Kann man dann sagen, runter vom Sofa. Stuhl, Kommode, Schrank, ein Regal, noch ein Schrank, eine Vitrine, ein Kühlschrank, ein Heizofen, ein Kratzbaum. Ein Kratzbaum für den Hund, naja, ist so später für die Katze gedacht. Ein Sofa ist doch ganz sinnvoll, ein Körbchen ist das erste, was ich mir erstmal anlege. Hier dieses wunderschöne Körbchen gekauft. Da muss Johnny nicht mehr auf dem Boden schlafen, sondern kann sich einfach mal aufs Sofa legen, auf dieses Sofa. Kaufen. Ja. Hunde schlafen ja nicht in ihrem Körbchen, sondern einfach auf dem Sofa des Herrchens. So, dann hätten wir dazu ein bisschen an Ausstattung. Oh, können wir direkt mal umgestalten. So. Ah, das Mobiliar können wir umgestalten. Hier Märchen heißt das. Die Wohnung insgesamt ein bisschen umgestalten. Okay, dass sie dann doch ein bisschen japanisch. Okay, ja, auch gut, aber asiatisch. Können wir für 1000 und so
Nö, mir fehlt eigentlich so gerade die Bude, die ich so habe. Das müsste die hier sein, nordeuropäische. Ja, passt doch. Die brauche ich gar nicht umgestalten. Tschüss. Vielen Dank für deinen Besuch. So, dann platzieren wir mal hier die Utensilien. Hier haben wir ein Körbchen. Die Ecke sieht sympathisch aus. Probieren wir es mal dort. Ja, dort. Ja, ja, das ist eine ganz gute Ecke. Ja, können wir machen. Und dann die Ecke, da ist dann das. Und in die Ecke, da ist dann das Bücherregal. Da stellen wir das Sofa hin. Und dort hinten. So, zack. Perfekto. Passt doch. So, da haben wir schon ein bisschen Mobiliar gekauft und das Haus eingerichtet. Natürlich wird sich Johnny auch aufs Sofa setzen, aber er soll mal in sein Körbchen rein. Kann er dann auch mal wirklich schlafen und nicht immer auf dem Boden nur ruhen.